Weiter bei Thief 4. Wir stöbern uns durch die Ecke und schauen mal, was uns da drin erwartet. Wir haben ja eigentlich bald ein Ziel erreicht, denke ich mal. Wir gehen zumindest schon lang genug durch die Ecken. Ich glaube eher, es bricht alles ein hier. So, wir können direkt eine Kiste wieder looten. Nahrung habe ich doch. Ein Erstickungspfeil. Auch eine Mechanik in dem Spiel, die ich nicht ganz gut durchgesetzt sehe. Diese ganzen Spezialpfeile, die eingeführt haben, sind ja alle schön und gut. Die werden aber nie in einer Art Game-Mechanik mal rangeführt. Also es gibt kein Level, kein Nichts, wo mal irgendwie einmal diese Pfeile benutzt werden sollten. Man wird also überhaupt nicht an die Pfeile angewöhnt. Man muss sie das schon selbst beibringen, wenn man die nutzen möchte. Das haben sie auch nicht so ganz hinbekommen. Da hätte ich jetzt gerne mal irgendwo eine Stelle gesehen, wo man Erstickungspfeile nutzen nicht muss, aber zumindest wo es sehr hervorgehoben wird, die zu nutzen. Genauso bei den Explosionspfeilen, die habe ich nämlich nie verwendet. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier, das spüre ich. Gerade eine Sequenz mit Tee getrunken. Die Tasse war mega heiß. Heieieiei. Da hat es Thief 1 und 2 besser gemacht. In Thief 1 gab es die Moospfeile erst im zweiten Level und dort kamen auch viele Stellen, wo man über Metallböden musste. Oder Gaspfeile bei einem Level mit extra starken Gegnern. Ja, das haben die echt besser hinbekommen. Eine Rede noch, der andere geht schon mal weg. Weil ich die Moospfeile auch umgangen habe. Weil man in alten Teilen die Geräusche ja vermeiden konnte, wenn man immer so stückchenweise gegangen ist. Da hat man ja auch keine Schrittgeräusche gemacht. So bin ich einfach immer den Einsatz der Moospfeile ausgewichen. Fragen beantwortet mit den Erstickungspfeilen. Ja, okay. Ja. Hier gibt es was ganz, ganz Tolles. Raben. Toll. Oh. Ein Händler. Ja, schauen Sie an. Aber ein Händler nur mit wenigen Pfeilen. Der hat ja echt nicht viel zur Auswahl. So, Breitkopf. Ah, komm, wir gönnen uns mal, ne? Machen mal die volle Gönnung hier. Ausverkauft? Ich bin enttäuscht. So. Haben ihn einmal leer geschröpft. Nahrung sind wir voll und Breitkopfpfeile sind wir auch voll. Macht euch fort. Hallo, ich hab dir gerade Gold gegeben und du beleidigst mich. Ich glaub, Tag, dafür mache ich dein Licht aus. Puh. Kannst im Dunkeln weiter shoppen. Ich muss mich übrigens korrigieren wegen der Händleranzahl. Achso, kommt noch einer? Ach Gott, jetzt habe ich mein ganzes Geld ausgegeben, weil ich dachte, er wäre der Letzte. Ein Händler gibt es noch kurz vor dem Finale, aber dieser hier ist eher zu übersehen, weil man auch vorbeigehen kann. Tja, wenn man sich nicht ordentlich umschaut. Hey, was? Geh der Sache nach, Bruder. Geh der Sache nach, Bruder. Oh. Der macht ihn wieder an? Ach, scheiße. Dafür ist jetzt keine Zeit, Bruder. Nicht heute Nacht. Das mache ich nochmal anders.
Weil jetzt sind die auf Stufe 2. Das heißt, wenn ich das nochmal ausmachen würde, dann wäre hier Rabatzradau. Ich glaube, es könnte eine Kombination aus Licht aus und Erstickungspfeil werden. Ich werde krank. Was die beiden gleich erwischt. Hä? Wo laufen die lang? Einer kommt von da. Seit Orion mich berührte, fühle ich mich lebendiger denn je. Das ist ein bisschen pervers, was ihr hier redet. Gut, wenn ihr jetzt einzeln kommt. Dann bitte. Ein Händler, der sich versteckt, jetzt in jedem Spiel. Was auch überhaupt keinen Sinn macht als Händler. Ein Händler hat überhaupt keine Motivation, sich zu verstecken. Irgendwas stimmt nicht. Wir können feiern, wenn wir diese Katakomben verlassen. Gibt's echt viele Raben. Hey, oh, ey, wie schnell geht denn das? Wenn da was wäre, hätte ich es auch gesehen. Ich habe offenbar Halluzinationen. Offenbar. Ging ja nochmal gut. Da bin ich mir nicht so sicher. Den Raben vergessen. Ich bin so blöd. Bin da eben noch vorbeigelaufen an dem scheiß Tier. Hä? Verlassen. Wie viele Männer hat sich die Dunkelheit geholt? Oh. Wie ich das hasse, dass die nach dem Neuladen andere Bewegungen haben. Es werden immer mehr. Oh, mir platzt der Schädel. Ich muss mich konzentrieren. Krieg ich ihn noch? Warum auch immer der so laut geschrien hat. Man weiß es nicht, ne? Ich finde ja das Einführen von Raben und Hunden einfach am schlimmsten. Ja, es ist eine überaus valide Spielmechanik. Die machen es nicht unbedingt schwerer, sie sind einfach nur verdammt nervig. Ja, zum Teil machen sie es aber auch schwerer, ne? Vor allem, wieso haben die da unten so viele Raben? Für was? Für was? Ja, gut. Da ist das Spiel generell sehr schlecht drin. Richtet er die Götzen. In Motivation von irgendwelchen Level-Sachen. Warum hat er gerade so scheiße geschrien? Warum? Du bist doch hier. Ich krieg dich schon. Eine Leiche. Warum schreit er denn so krass? Die schreien doch sonst nicht. Ist ja vielleicht, weil er auf Alarmstufe 1 ist? Schreien die dann, wenn man die K.O. haut? Kann das sein? Hey, jedes Mal nach dem Laden beginnt das von neuem. Wie kacke ist das denn? Wie viele Männer hat sich die Dunkelheit geholt? Die Dinge damit meinst du wohl. Oh, Neo, da sagst du was ganz Schlaues. Aber sie sind da draußen. Und es werden immer. Ach, der Rabe ist das immer. Okay, jetzt raff ich das auch. Ich dachte, das wäre eher so ein Bug. Ja, dann lass sie den erstmal da in Ruhe. Oh, mir platzt der Schädel. Ich muss mich konzentrieren. Hol ich mir erstmal ihn hier. Zieh ihn aber hier weg. Die Tiere ersticken. Ja, nee, das gibt's wirklich im Bergbau. Waren das früher Vögel? Die haben irgendwelche Vögel oder Tiere haben die früher im Bergbau benutzt, um auf Gas zu prüfen. Das stimmt sogar. Ich weiß noch nicht, ob das Raben waren oder ob das... Oder generell auf Sauerstoff zu prüfen. Nicht auf Gas, aber auf Sauerstoff zu prüfen. Ob noch genug da ist. Ich weiß noch nicht, ob das Raben waren.
Oh, Vogel hat die Klappe. Dieses Spiel hat auch keine Bugs. Sehr froh, dass du einen Kappa dahinter gesetzt hast. Nein, das geht. Also es. Die Menge an Bugs ist durchaus überschaubar. Ist da noch ein Rabe auf dem Tisch? Ist ja krass. Tja, was haben wir jetzt davon, dass wir so gut eingekauft haben? Ja klar. Das tut weh. Das ist also der andere Typ, der hier gerne mal runterkommt. Wo ist er hin? Ich glaube. Ach. Da unten liegt er ja. Ich dachte, er wäre durch die Treppe durchgefallen. Okay. Wir haben wieder ein Stück mehr freigeräumt. Ich habe dieses Verlangen, alle Wachen K.O. zu schlagen. Ich weiß auch nicht warum. So eine leicht sadistische Ader. Deswegen will ich, kann ich den Gebrabbel nicht am Ohr haben. Die reden immer zu viel. Knirsch, knirsch. Hier kann man aber auch nirgendwo klettern, ne? Ich komme also nicht da hoch. Ach, da. Ich hatte Wachen, die sich wie ein Spinner gedreht haben. Die hatten dadurch 360 Grad Sicht. Kein Durchkommen. Vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen gepatcht worden. Das meine ich nicht. Das muss man selbst erlebt haben. Es hat gebrannt, ja. Aber es war. Jede Art von Vögeln wurde, glaube ich, jedenfalls so benutzt. Aber bevorzugt wurden Kanarienvögel. Hatten die das passende Sauerstoffbedürfnis, wie wir Menschen? Hat sie zu schnell gedreht. Er hat sich zu schnell gedreht. Ich war noch in der Animation vom Licht ausmachen. Wenn ich jetzt schnell genug bin. Die Kerze ist aus. Hey, bleib stehen! Was soll das denn jetzt, liebes Spiel? Die Straßen sind nicht mehr sicher. Könnt's auch gerne so rummachen. Wenn euch das lieber ist. Smoking Guns. Ach, Smoking Guns. Hallo. Fast deinen Namen falsch gelesen. Schon verwirrt. Maussperre. Grüß dich zu Thief 4. Thief halt. Ist ja nicht Thief 4. Wie geht's? Wie steht's? Bereit für den Jahreswechsel? Ich glaube, das ist der Teil, wo wir herkommen. Da unten ist der Rabe, ne? Ja. Sehr gut.
So, ich bin mir noch nicht sicher. Ah, ich bin so ein doofer Idiot. Ah, die bemerken nichts von dem Vogel. So, ich komme von hier auch nicht höher. Diese Brüstung ist völlig irrelevant. Oh, das ist eine Truhe. Wie konnte ich denn die übersehen? Na gut, dass ich da oben war. Ah, es gibt immer mehr Wege. Ja, ich will sie alle sehen. Ich will sie, weil überall auf jedem Weg kann ja Loot sein. Bete, dass ich dich nicht finde, denn du wirst leiden. Okay, so nehme ich jetzt doch. Gleich hab ich dich, Ungläubiger. Hey! Ach so. Ungläubiger! Ah, ich habe mal wieder nicht genügend hier Mohn gegessen. Hä? Okay, ich dachte gerade, zählt jetzt nicht. So. Rabe, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Diese verdammte Stadt. Scheiß Scherben. So. Eins. Zwei. Na, drei. Und vier. Hoffentlich ist das nicht die Schwergut. Du warst zu nah an der Lampe. Ja. Ich stehe so gerne im Rampenlicht. So, Knirschknarz. Aber an den hier komme ich gar nicht ran, so, ne? Na gut. Ah, nein. Ah, warum? Oh, das knapp. Oh. Komm ins Licht, Freund. Hier ist nichts. Hä? Zu viele Schlaflosigkeit. Hab ich den hier verfehlt? Okay. Ist klar. Jemand ist in der Nähe. Das spüre ich. Ich befreie dich von deinen Gefühlen. Ciao. Musst du Opfer. Ah, Silasa ist am Löcken. Hallo, Silasa. Du. Die Lurker-Waffe hatte ich wieder gefunden. So, da kann ich hoch. Ich glaube, es ist auch. Armer Narr! Er wird der Dämmerung nicht entkommen. Wieso? Ich muss den Ungläubigen finden, bevor er mich tötet. Was war denn das? Ich bin erstaunt. Hä? Einer unserer Brüder ist gefallen. Es war ein Unfall. Oder ich schieße. Das war ein Unfall. Gar nichts dafür. Bullet Cam. Alter Verwalter. Ich bin erstaunt. Ach, das geht nicht, okay. Ach, deswegen nennt man dich Header. Ja. Nicht ganz, aber unter anderem auch, ja. So. Ich bin der Lurk Detector 9000. Ja. So oft wie du die
Wurfaxt benutzt, stimmt das wohl? Ach, wie jetzt? Ich muss da hinten hoch. Weil ich hier nirgends so hoch kann. Na gut. Das war gerade echt cool. Ich muss ihn finden, bevor er mich tötet. Headshot. So soll das immer funktionieren. Warum ist das die allererste Killcam, die ich bekomme? Was hatten die Killcam für Voraussetzungen? Scheint ja da nicht jedes Mal zu kommen. So, liegt hier hinten noch irgendwas? Da oben liegt was drauf. Da, danke. Drauf. So. Oh lala. Ich brauche einen Plan. Und hier ist er. Reingehen und improvisieren. Oh, Garrett. Das ist so eine Vollpflaume, ey. Unglaublich. Ist zufällig, wenn du richtige Kopfschüsse schaffst. Ist das etwa eine indirekte Anzweiflung meiner Zielkünste? So. Großes Tor. Hä? Ich habe gerade meine Level-Design-Frage. Hier ist ein großes Tor, das nur in einen kleinen Raum reinführt, in dem sonst nichts ist. Warum gibt es das Tor? Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei. Freunde, heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befreien. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste! Die wollen doch glatt unsere kleine Erin aufschlitzen. Sehen aber alle sehr komisch aus. Ach, da ist noch was. Okay, jetzt. Warum hast du gewackelt? Kaputt schlagen kann ich ihn nicht. Ah, ich kann hier rüber. Noch einmal Moon. Ja, nee, ist klar. Warum denn nicht? Ich dachte, die beiden Splitter haben wir schon. Das ist jetzt... Ist das da unten Erin? Ah, das Symbol. Oh, Erin. Hi. Was habt ihr getan? Ich brauche ihn! Wir brauchen ihn! Begreift doch, was ich hier zu tun versuche! Ihr müsst aufhören, Orion. Womit? Die Menschen zu beschützen? Ihnen ein besseres Leben zu geben?
Ihr helft diesen Leuten nicht, ihr verurteilt sie zum Tode. Sie fühlen sich jetzt gut, aber ihre Körper ertragen die Urkraft nicht. Nein! Der gehört mir. Der Rattenkönig. Räum Taschen aus, wie immer. Ich will dich seit langem hängen sehen, Meister Dieb. Ich brauch nicht mal einen Strick. Es wird mir eine Freude sein, dich mit bloßen Händen tot zu prügeln. Es wurde auch Zeit. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Au! Lo? Ja, klar, Spiel. Zünd mich an und lass mich sofort sterben. Total fair. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen oder mich sofort verlangen. Oder ich verdrücke mich lieber. Warum soll ich denn gegen den kämpfen? Oh, was kann ich denn hier machen? Keine Ratte kann einem Köder lange widerstehen. Oh! Garrett ist weg. Brenne ist gerade ein bisschen auffällig, oder? Das kannst du, was? Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Erledigt. Kann man irgendwie vorhersehen, wo es brennen wird? Der macht das. Der schießt mit irgendeiner Scheiße. Oh, du bekommst deine Strafe. Aua. Egal wohin du läufst. Frage, wollen wir ihn K.O. hauen oder wollen wir ihn in Ruhe lassen? Ich würde fast sagen, wir lassen ihn in Ruhe. Aber eigentlich hat er auch nur Scheiße gebaut, ne? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke. Ich muss mir also immer in dessen Rücken aufhalten, das verstehe ich gerade erst. Ich gebe dir die Chance zu kämpfen. Was meinst du, Garrett? Ich will auf jeden Fall das Gold haben, was er da in der Mitte hat. Meistens töte ich, weil ich muss. Dann. Ah, verdammt. Also, wo waren wir? Alter. Ein Treffer tut? Oh, ich bin gar nicht vollgehalten, ne? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Ja, genau, schießt du mal vor sich. Richtig, richtig, genau. Oh! Ich kann ihn auch locken. Boah, ich brauche gerade einen Blödsinn, ey. Mann, was mache ich da gerade für eine Scheiße? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Geiler Auftakt. Mega geil. Schade, ich war noch nicht mal fertig mit Speichern, oder? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Ah, ich kann im Bosskampf nicht quicksaven. Das war der Fehler. Ich habe eben also gar nicht gespeichert. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett. Deswegen bin ich am Anfang auch wieder gelandet, weil mein Safe-Punkt... Ey! Ich muss. Deinen Tod werde ich genießen. Will ich mal entscheiden, wo du hingehst? Sehe ich ihn nicht. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett! Fuck.
Eine Ratte kann einem Köder lange... Du bekommst deine Strafe. Versuchen wir es nochmal. Hä, warum? Der hat das nicht. Na toll. Dachte, der hat auch diesen scheiß Angriffsding, von wegen, wenn man Fokus hat, kann man ihn schlagen, aber nein, hat er nicht. Ich könnte dem General eine Lektion. Dass man das immer von vorne machen muss. Oder ich verdrücke mich lieber. Ich will das eigentlich mal. Oh, ich bin so ein Idiot. Warum hau ich denn dagegen? Ja, von weitem abballern. Das ist eigentlich will ich es ja schaffen, ohne ihn anzugreifen. Ich habe ihn nur angegriffen, weil er mich entdeckt hatte. Sonst hätte ich ihn eigentlich gar nicht angegriffen. Geh weg. Weil das offensichtlich ein bisschen das Schwerere ist von beiden. Ich hasse das, wenn man ihn nicht sieht. Sieht man ihn wieder nicht. Meistens töte ich, weil ich muss. Oh. Garrett ist weglaufen. Einfach verschwinden. Also. Lauf nicht weg von mir, Garrett. Oh, warum läuft der aus der Kamera raus? Oder hast du alle Pfeile verkauft? Nee, ich habe alle. Theoretisch könnte ich ihn angreifen. Aber ich will es eigentlich mal so schaffen. Zumindest schon mal so vorbereiten. Ich würde mal echt gerne interessieren, was es für Auswirkungen hat, wenn man ihn nicht tötet. Und den ganzen Loot einsammelt. Unsere kleine Jagd wird bald vorbei sein. Geh mal jetzt weg von dem Tisch. Ich was? Ich darf nicht spoilern, das stimmt. Keine Ratte kann einem Köder lange widerstehen. Töte ich dich, Garrett. Hä? Warum ist denn so fixiert auf den einen Punkt da hinten? Du bist hier drüben, oder? Nee, bin ich nicht. Alter, lass den Altar in Ruhe. Ich will den Loot. Okay, ist das ein Bug, dass der da festhängt? Boah, jetzt buggt der auch noch. Ist es jetzt denn ernst? Ich weiß, was du vorhast. Meister Dieb, sehr gut sogar. Das war so klar. Boah, warum buggt der jetzt auch noch an der Stelle fest? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Scheißspielo. Dich nicht mehr, Garrett. Ich aber auch nicht. Ich bin dir durch den Kadaver dieser Stadt gefolgt. Ich finde dich.
hübsches Grab hast du dir ausgesucht. Lauf nicht weg. Nein, 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 nicht F11 drücken. Das Speichersystem ist doch kacke. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Meistens töte ich, weil ich muss. Deinen Tod werde ich genießen. Ach Gott, wir haben uns nicht getroffen. Du bist uns hier alles um die Ohren fliegt. The fuck? Drei Wasserpfeile für diese scheiß Fackel. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett. Man kann ja von da schießen. Kriege den Gestank deiner Seele, Dieb. Das war der falsche Fall. Mach diese Scheiße. Jetzt backen auch noch die Wasserpfeile rum. Also jetzt sammeln sich die Bugs aber richtig an. Und das im Bosskampf. So löschen jetzt die Wasserpfeile auch das Feuer nicht mehr. Meistens töte ich, weil ich muss. Deinen Tod werde ich genießen. Oder habe ich irgendwie versehentlich keine Wasserpfeile benutzt? Zu trauen würde ich es mir. Meistens töte ich, weil ich muss. Deinen Tod werde ich genießen. Das Spiel sagt dir, kämpfe. Ich finde dich. Eigentlich könnte ich ja schon raus, ne? Jetzt geh mal weg von dem Altar, mein Freund. Ich rieche den Gestank deiner Seele, Dieb. Ja, ja, ich schaff das bestimmt. Frage ist, wann? Nein! Du bekommst deine Strafe! Oh, fick dich. Einfach verschwinden. Wäre es einfach gewesen, hätte es nur halb so viel versucht. Ach so. Er weiß also sofort, wo der Pfeil herkommt. Ist ja interessant. Der hat Impact Detection. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Ich glaube, ich lasse die Sachen auf dem Altar da echt einfach liegen, ey. Aber eigentlich will ich die ja haben. Ich rieche den Gestank deiner Seele. Wo guckst du hin? Aber Loot gleich all, ja. Hast ja an sich recht. Oh, schneller. Oh nein, jetzt kommst du. Du warst doch gerade schon in dieser Ecke. Wieso guckst du denn zweimal hier hin? Meine Fresse. Eine Ratte kann einem Köder lange widerstehen. Guck denn nochmal hier hin. Alter! Lauf nicht weg! Du bist gut. Also, wo war
zögerst dein Ende nur hinaus, Garrett. Wartest du, bis uns hier alles um die Ohren fliegt? Kommt jetzt wieder in die Säcke. Kontrolliert jetzt immer genau diese drei Punkte, oder was? Ah, okay. Was meinst du, Garrett? Vor allem, weil er im Fall direkt in den Kopf bekommen hat. Ja, also ich wusste eher sofort, wo das, wo der Fall herkam. Tut ja auch am Hinterkopf weh, merkt man ja auch dann. Ein hübsches Grab hast du dir ausgesucht. Jawohl! Nein! Ja, das auch noch. Klar. Ich bin dir die Kadaver dieser Stadt gefunden. Mit ihm im Rücken. Komm, 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 komm. Mit ihm im Rücken das Schloss knacken. Na klar, Spiel. Träum weiter. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Erledigt. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte. Erledigt. Du wiederholst dich. Linksfeuer, Rechtsfeuer und er schießt nie in die Mitte. Das war eine scheiß unmachbare Kombination gerade. Oder ich verdrücke mich lieber. Keine Ratte kann einem Köder lange widerstehen. Ich hasse es, sowas endlos zu wiederholen. Aber das muss ja. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett. Dich auch nicht. Hatten wir schon. Keine Ratte kann einem Köder lange widerstehen. Weg! Lauf! Du bist gut! Sehr gut! Aber ich bin besser! Keine Ratte. Ja, man entkommt ihm aber auch wieder ganz gut. Das gefällt mir eigentlich. Vorher immer gedacht, sobald er einen gefunden hat, ist eigentlich vorbei. Aber nein, man kann auch einfach wieder in den Schatten und abhauen. Er sucht lange nicht so viel wie die anderen Wachen. Kack, der hasst mal die Tür. Ja, der hat was gegen Türen. Keine Ratte kann einem Köder lange widerstehen. So, damit haben wir den Loot. Och, warum kann ich hier nicht speichern, ey? Okay, Konzentration. Boah, die Punkte sind aber auch klein. Boah, ist das fies. Alter. Heil mich nochmal nebenbei. Falls der mich doch nochmal treffen sollte. Oh, komm. Mit Gefühl.
Puh. Ciao, Baron. Uff. Alter. Die verborgene Stadt, abgeschlossen. Angepasst. Du hast Aspekte aller drei Spielstile gleichermaßen angewandt. Oh, wir bewegen uns wieder in das Anfangsprofil zurück. Am Anfang waren wir eher Phantom, dann waren wir Opportunist, einmal waren wir sogar Jäger und jetzt werden wir wieder angepasst. Wir gehen so wieder ein bisschen zurück. Boah, der Bosskampf gerade kacken. Shit. Okay, hätte ich gewusst, dass man ihm leichter wieder entkommen kann, dann hätte ich das gar nicht so oft neu laden müssen. Ich habe einfach immer gedacht, sobald er erwischt hat, ist vorbei, finito. Man kann ihn doch ganz gut wieder abhauen. Die anderen Wachen haben ja Ewigkeiten immer gesucht, hab immer das egal. Das passiert, wenn man ihn nicht tötet. Und wenn man ihn tötet, sagt Garrett nur noch einen Extrasatz bei der Tötung. Ansonsten gibt es keinen Unterschied. Er hat auch absolut keine Auswirkungen. Was? Ey, Alter. Was haben die in diesem Spiel alles für Chancen vertan? Ah, ist so unglaublich. Da hätte man auch noch, also ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass da jetzt immense Auswirkungen kommen, ist halt gegen Ende, ne? Aber irgendwie eine extra Videosequenz, nochmal ein Wiedersehen. Ich habe gerade ganz kurz habe ich gedacht, dass durch seine ganze Ballerei einfach, wenn man ihn nicht tötet oder egal warum, der Raum einstürzt. Das wäre auch schon gut genug gewesen. Von wegen so, ja, Karma is a bitch. Ja, wenn man ihn nicht tötet, dann kommt halt die Welt und tötet ihn oder so. Auch ganz gut gewesen. Und dann irgendwie ein Spruch von Garrett dazu irgendwie von wegen, ja, von wegen, hat sein Schicksal ihn eingeholt. Aber keine Auswirkungen. Alter Verwalter. Oh, noch eine weitere Chance vertan. Für einen Trottel ein trotteliges Ende. Ja. Okay, alles klar. Dann mache ich die YouTube-Folge hier zu Ende und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, nicht den Kopf verlieren. Twitch, bleiben noch dran.